Zuckerstark und der Radiokracher. Es war morgens um 2.10 Uhr, als Mirko Stark und Leon Zucker auf das Dach ihres Hauptquartiers stiegen, um die Sterne zu beobachten. Es waren Ferien und die Eltern hatten nichts dagegen, dass die beiden ein paar Tage auf dem alten Lorenzhof übernachteten. Schließlich hatten sie ihr Büro schon seit einiger Zeit und auch mit offizieller Zustimmung der Eltern auf dem alten Hof einrichten dürfen. Die Nacht war sternenklar und da es hier in der Nähe des Teufelsmoores einem Naturschutzreservoir nur den alten Lorenzhof gab, hatten sie eine ausgezeichnete Sicht auf die Unmengen von kleinen funkelnden Himmelskörper. Na, habe ich zu viel versprochen? Sternklarer Himmel, ausgezeichnete Sicht und sogar eine hohe Wahrscheinlichkeit von Sternschnuppen. Hammer, das ist besser als im Kino. Real 3D. Hast du eine Ahnung von Sternbildern? Du meinst von Gestirn? Nein. Aber den großen Wagen erkenne ich da oben. Wir sollten mal das Planetarium besuchen, um mehr darüber zu erfahren, oder? Ich meine, wir leben im 21. Jahrhundert. Da sollte man schon das ein oder andere über Gestirne wissen. Ich bin vollkommen deiner Meinung. Trotzdem kann man doch den Anblick genießen, ohne gleich ein schlechtes Gewissen dafür zu bekommen, dass man in diesem Punkt einem Steinzeitmenschen in nichts nachsteht. Moment, den großen Wagen kannten die noch nicht. Um 2.30 Uhr klingelte bei Kommissar Pfahl das Telefon. Pfahl? Wann? Gut, ich bin in einer halben Stunde im Präsidium. Während Leon und Mirko auf dem Dach ihres Büros lagen und sich darüber unterhielten, was sie in den Ferien noch machen könnten, stürzte sich Kommissar Pfahl in seinen Anzug, griff sich Autoschlüssel und Jacke und fuhr zum Polizeirevier. Zwei Kollegen warteten schon auf ihn. Er hat gesagt, er will nur mit dir sprechen. Wir konnten ihn nicht orten. Das Telefonat war zu kurz. Okay, wann wollte er wieder anrufen? 3.20 Uhr. Dann haben wir noch 10 Minuten. Spielt mir die Aufzeichnung vor. Wieso will er nur mit mir sprechen? Entweder er kennt dich persönlich oder... Oder? Ja, er weiß einfach, dass du hier arbeitest, Andreas. Vielleicht will er uns auch nur verwirren, auf eine falsche Fährte locken, wer weiß. Klingt wie zusammengeschnitten, aber vielleicht erkennst du ja auch seine Stimme. Na, dann lasst mal hören. Guten Morgen, liebe Hörer. Nur der Kommissar Pfahl darf auf Sendung. Wollt ihr nicht, dass es kracht? Mitgemacht. Um 3.20 Uhr ruft ich wieder an. Dann ist er dran. Zählt schon mal die Geldscheine, sonst ihr wisst, was ich meine. Es macht bumm. Oh nein. Kracht das erste Häuschen ein. Nochmal. Die Stimme kenne ich irgendwoher. Guten Morgen, liebe Hörer. Nur der Kommissar Pfahl darf auf Sendung. Wollt ihr nicht, dass es kracht? Mitgemacht. Um 3.20 Uhr ruft ich wieder an. Dann ist er dran. Zählt schon mal die Geldscheine, sonst ihr wisst, was ich meine. Es macht bumm, oh nein, kracht das erste Häuschen ein. Das ist ein Text von einem Hörbuch oder so. Was? Könnte sein. Deswegen auch diese komische Betonung. Dein Name klingt ziemlich zusammengestückelt. Na, da bin ich mal gespannt, wie der sich mit mir unterhalten will. Das ist er. Fall? Ah, der Kommissar, nur zur Sicherheit. Damit Sie mir glauben, lasse ich heute eine krachen und morgen um 21 Uhr liegt das Geld dann bereit. Keine Dummheiten machen. Wo soll denn die Geldübergabe stattfinden? Und geben Sie uns wenigstens einen Hinweis, damit niemand verletzt... Das Geld wird gepackt in einen Sack. Dort, wo es kracht, kein Menschlein wacht. Bis morgen, liebe Hörer. Dann sag ich, wo... Hallo!